Hallo, ich bin Walli und ich bemale heute eine Kerze, ja, die perfekt geeignet wäre für eine Hochzeit zum Beispiel. So würden sie aussehen. Ich hoffe, man sieht das gut. Und ja, lasst uns einfach loslegen. Also dafür brauche ich ein bisschen Pink. Ups. Ein bisschen Rosa. Und Gold. Heute habe ich auch noch mal was ganz Besonderes, und zwar zum Trocknen der Kerzen. Die habe ich gerade in meinem Shop gepackt. Ich werde aber auch noch in einem der nächsten Videos euch zeigen, wie man die herstellt. So, weil da kann man, also es ist ein Kerzenständer, aber bitte, weil es Holz ist, keine Kerzen darin anzünden, sondern sie dienen eben für die Zwischenschritte, um die Kerzen abzulegen und damit sie trocknen können. Man kann sie dann halt so reinstecken und dann sitzen sie da drin und haben halt die Möglichkeit zu trocknen, ohne dass ihr irgendwas anderes berührt und schmutzig macht. So, dann wollen wir doch mal loslegen. Für dieses Aquarellartige hier brauchen wir auf jeden Fall viel Wasser. So, ich nehme mir einfach aus dem Wasserbecher hier ein bisschen und dann nehme ich ein bisschen Rosa, ein bisschen Pink, dann erhalte ich halt so ein, ja, noch mehr Wasser. Also die Farbe muss schon sehr wässrig sein, nicht zu wässrig, damit sie euch nicht dann von der Kerze runterläuft. So, und dann in ganz leichten Pinselstrichen verteilt ihr so kreisförmig die Farbe darauf. So, und das macht ihr über die gesamte Kerze einfach ganz wild, ohne System. Einfach so, es dürfen freie Flächen bleiben. So, jetzt geht es weiter mit den Blättern.
Und zwar, ich zeige euch das nochmal an der fertigen Kerze. Also es ist im Grunde fünfblättrig hier. So. Dann der Pinsel sollte trocken sein, so dass wir nur Farbe aufnehmen. So, dann schön in die Farbe tunken und dann ziehen wir einen Strich. Das ergibt halt den Stiel. Und dann setzen wir da immer wieder neue Farbe aufnehmen, weil sonst wird der Auftrag zu dünn. Und so sieht das dann aus. So, und dann machen wir da immer weiter. Zack. Naja, versuchen so filigran wie möglich zu arbeiten. Umso feiner schaut das Motiv aus. So, und jetzt, also ich habe das spiralförmig angefangen und das heißt, ich muss gleich nochmal neu von oben ansetzen. Ich zeige euch gleich das. Weil hier ergibt sich jetzt eine große Lücke und die schließen wir gleich. So, weil dann fangen wir hier so ein bisschen versetzt neu an. Und jetzt ziehen wir das immer weiter runter, das Motiv, bis runter zum Stiel. So, das ist die fertige Kerze. Also es geht relativ schnell und ja, sieht einfach nur wunderschön aus. Die lege ich jetzt zum Trocknen ab. Euch wünsche ich viel Spaß beim Nacharbeiten. Ich mache jetzt hier noch meine restlichen beiden Kerzen. Ja, den Halter kann ich euch nur empfehlen. Es erleichtert ungemein die Arbeit und ja, viel Spaß und bis bald. Tschüss.